So, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Pokémon Platin hier auf dem Verstempel. Ich habe heute einen Gast, den John. Hallo John, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin hier einfach zufällig hergeschmissen hier bei minus 16 Grad. Ja, diese Winterverhältnisse bringen einen noch um. So, und in der letzten Folge haben wir die Arena gemacht. Ja, ich spiele diesmal die erste Folge mit einem Controller. Das ist so toll, ich das die erste. Spielst du das jetzt oder hast du gerade? Ja, es ging gerade. Ich hatte bloß die falschen Tasten. Ich drücke immer die falschen Tasten beim Controller. Ich weiß nicht wieso. Aber in der letzten Folge haben wir die Kampfarena von Hilda mit ihren Sandsäcken. Das sind Sandsäcke. Nicht so Sandsäcke. Du musst dir die Folge ansehen, dann wirst du dir das Sandsäcke sein. Ja, das war natürlich ein Kinderspiel. Von X-Bud, für X-Bud. Da hat sich das wieder mit Zahlen 31, da bin ich überpowered, aber. Nun gut. Enorm hohen Initiativewert. Das ist sogar für X-Bud schon. Ja. Charlilos ist jetzt schon Level 25, da wir sie erst in der Folge mit Level 9 gefangen haben. So. Gucken wir uns das mal an. Wo nimmst du denn die Sprechrolle? Also ich nehme nicht. Okay. Oh, Nikolas, sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch dieses Team Galactic, diese schrecklichen Leute. Sie wollten vor einer Weile Professor Eibes Pokémon-Ergebnisse in Jubelstadt entwenden, weißt du noch? Ja, ist klar. Tja, und jetzt haben sie mir meine Pokédex geklaut. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erinnern. Oh mein Gott. Lass uns zusammenkämpfen. Sicher. Oh ja. Und ich ein Traum, die das einfach nicht verlieren kann. Die fiesen Schurken werden mit ihren Pokémon-Schaften machen, schaffen, nicht davon kommen. Dafür sorge ich. Time for battle! Du musst klar machen. Was laufst du? Was ist das für einzelne Zwillinge? Nein, das ist nur das Team Galactic. Aha. Ach, du hast das Spiel nie gespielt, deswegen. Super. Wow, ey. Voll die krassen Viecher, ey. Tolle Viecher, das ist ja gar nichts. Ich bin Level 5. Natürlich für Charlilos ein wenig dumm. Deswegen wechsle ich zu Roter. Du weißt sicher warum. Ja, das ist bestimmt. Nein, das ist allein vom Typ her. So, du meinst, dass die bessere Angriffe. Nein, Zubat sind halt Gift-Pokémon. Und Rotom ist ein Elektro-Geist-Pokémon. Und so, ja. Allein vom Typ halt Vorteil her. Und da mein. Action geladen Animation. Ah, das Schockwelle kann. Schockwelle. Eigentlich richtig geil, ich finde Schockwelle wurde richtig geil animiert. Also im Gegensatz zur vorherigen Edition, wo es einfach bloß ein paar Blitze vom Himmel runterkam. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass es zwei Gegner gibt. Keine Pokémon. Dann wirst du von Schwarz und Weiß überrascht sein, da gibt es sogar Dreierkämpfe. Oh mein Gott! Oh. Na gut, das Zubat hat mich. Das Zubat hat mich wirklich geheilt. Ja, Piep. Ich hab vergessen, Alter. Ich wurde nicht mehr. Ja, egal. Das ist Piep. Ach, wegen Piep. Piep. Ach, ich hab vergessen, die wurde zu schnell gehabt. Ja. Ich hab übrigens Durst. Nein, das ist wenig. Achso. Nein, ich meine, es ist halt nicht so prickelnd. Ich mag es nicht so prickelnd. Aber auch nicht, wenn es zu still ist. Deswegen ist es so eine Halbmedium. Mm. Ich sag nur nicht die Wahrheit. Nein, wir machen jetzt keine Werbung mehr. Ja. Hast du eigentlich überhaupt schon Pokémon-Spiele mal gespielt? Nur auf dem Game Boy Color.
Welche Edition waren das? Keine Ahnung. Von Pokémon Sport. Das war so ein Buch durch eine Klasse. Weil die haben das alle gespielt, du wolltest es auch. Verstehe. Ich habe natürlich eigentlich fast jede Edition mal gespielt. Ich habe anscheinend, also. Gelb? Nee, Gelb habe ich noch nicht gespielt. Nein, ich habe Gelb nicht gespielt. Rot habe ich nie. Rot ist so, habe ich gespielt. Kristall? Ach, für Game Boy Color war das. Ja. Dann. Weißt du eigentlich, welches Spiel mir verkauft wurde? Schwarze Edition. Wollen wir nach. Das ist eine gute Frage. Ich bin ein bisschen rassistisch, wenn die Weißen da gekauft wurden. Ja, sind ja selber keine Rassisten. Also. Ja, das, ich sage nur, das ist kein Rassistisch, wenn es okay ist. Das ist schwer zu sagen. Weil, ich meine, jeder hat ihre speziellen Pokémon, die nur in einer Edition auftauchen. Das ist magnetisch. Machst du Lichtschild, Alter? Denn der Spezialverteidigung wird eh keine interessieren. Ist doch so. Oh mein Gott. Ein Glück hat Schockwelle, kann nie daneben gehen. Das ist. Zieh mal die Anker. Das ist das einzige Gute an Schockwelle. Das hat. Ist glaube ich speziell und geht nie daneben. Also ist egal wie, es hat eine Genauigkeit von 1000%. Also sie kann echt nie daneben gehen. Außer du hast ja die Boden und da geht's daneben, weil es die Boden. So, das werden hätten wir die ersten beiden von ungefähr das näher. Von ungefähr 200. Ach, der stinkt doch zum Himmel. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt? Ich hoffe, hier keine Bildunterbrechung mehr. Ah, stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neu besorgen. Mir interessiert es schon so ein dämlicher Pokédex. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Ja, nimm diesen dämlichen Pokédex. Arschloch. Den Kram, den wir bei uns aus dem Gelände hatten, ist weg und das ist scheiße. Und so nehmen wir uns das zu sehen. Wir sind frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was ist mit Ketchup oder Mayo? Nein, was geht hier vor? Warum laufen diese Typen von dieser Laufweg hier durch die Straßen und nehmen sich, als ob sie. Also, ihnen alles gehört. Das ist dumm, ey. Ihr seid voll Idioten. Nikolas, wie kann ich dir nur danken? Ohne mein Pokédex wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistentin von Professor Albus ist es wirklich unersetzbar. Was hast du denn ja als nächstes vor? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut von der Route 212 gehen. Der Besuch bekommt man nur seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Oh. Habt ihr keine Furcht, meine Kinder? Ich bin in Windeseile herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und dem Galaktik hörte. Meine erstklassige Spürnase sagt mir sofort, dass ihr es seid. Oh, es ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Übelstadt. Wie ungehobelt. Doch, meinen Genie zu verkennen ist Teil des Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Team Galactic hat mir meine Pokémon beim Pokédex weggenommen, deswegen bin ich wütend. Es ist mir einfach so herausgerutscht, ich gehe jetzt besser. Oh, das war die falsche Stimme. Ja, das habe ich auch gesagt. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminelle Aktivität von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Abseitigkeit eines Kindes zu sehen scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch hege ich weiter keinen Verdacht. Die
gegen diese düstere Syndikate. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte erbringen soll. Die müssen ihr Gelände durch untersuchen. Komm mit, wir werden es unseren prüfenden Blick untersehen. Weil er Lebel heißt und so, ja, weil er von der Interpol oder von der internationalen Polizei ist. Achso, ja. Ach, mein unvergleichliches Bösen sagt mir einen Schlüssel, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als den Entfleuchen nicht zu erfolgen. Oh oh, diese versteckte Maschine, sie hat die Attacke fliegen. Ich verlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hindern lassen, sonst liegt uns den Galaktik noch davon. Was haben wir aus dieser Übung noch gelernt? Nicht viel. Ja. Interessanter ist sowieso, dass wir in der Spiel auf dem Galaktik hat etwas nach Weideburg transportiert, was Verdächtiges. Was sie im Sinn haben, wir wissen es nicht. Das ist zweifellos grässlich. Ich nehme mal dieses Ei. Ich nehme mal ein Ei. Es ist VM Fliegen. VM Fliegen, weißt du noch was? VM heißt, VM ist eine versteckte Maschine. Versteckte Maschine kann man auch außerhalb des Kampfes einsetzen. Ich weiß nicht, was das ist. Und. Ja, die Tassen. Das kann ich dem jetzt für Flügelschlag beibringen, da Flügelschlag eine Trefferquote von 100% hat, eine Stärke von 60 und Fliegen eine Stärke von 90, aber nur genau eine von 95 haben. Viel kluger. Das ja, ich werde dann auch nochmal ein Wettbewerbs-Spezial-Part raushauen irgendwann. Vielleicht ganz auch mehr. Ja, also hier kommen wir erst. Na, alles, man kann da alles einkaufen. Hier ist die Spielhalle. Was kann man da machen? Ich guck, halt am einarmigen Bandit. Ein einarmigen Bandit. Was denn? Meine richtige einarmigen Banditen, an dem man halt Münzen gewinnt. Und für die Münzen kann man halt Dinge bekommen, Attacken. Aber ich habe erstmal meine Schätze. Was? Wo ist das jetzt hier drin? In im Pokémon Center? In Schleide? In Schleide? Nein, keine fremdeutigen Schleide? Boah, da kann ich ja rennen, meine Fresse. Eins? Nein, A, B oder C? 1, 2 oder 3? Wie ging das? Das war doch meine Quizshow. 1, 2 oder 3, letzte Chance! Das ist vorbei! Dritten eins in den. Mach doch der liebe Elton. Ich weiß gar nicht, ob das so gibt. Wo kam denn das? Steht ja. Das Gorillas Team Galactic, alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus, das ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Das ganze Weltraum. Ach, gibt's ja auch schon einen Planeten, oder? Nee. Du sagst ja immer das Ganze. Weil die Teams hier immer die Weltherrschaft übernehmen wollen. Das ist bei Pokémon ganz üblich. Achso. Willkommen, ist das Team Galactic? Das ist das Schleide-Team Galactic-Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Liebe herrschen würden? Sicher. Was hast du zu sagen? Sag mal, habt ihr
hier bei Herr Winkel im Ethikunterricht. Ja, ich darf ja den Namen sagen, ich sage nicht den Vornamen. Habt ihr da auch diese Film geguckt mit diesem Bruder? Wo die da diesen schwulen Bruder? Fällt mir gerade so ein. Das ist der Hammer. Sogar auf YouTube angucken, 1:30 bitte. Also komme ich erstmal noch nicht weiter. Dann muss ich den Schlüssel sogar. Doch nicht. War der Schlüssel der? War doch hier irgendwo. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich. Kannst du nicht durch die Bäume gehen? Da ist ein Komet. So liegen da Kometen. Warum liegen da keine Kometen? Ja, die Frage. Was ist das für eine? Sprich die mal. Da du für eine hier? Da du mir das wirklich glaubst. Was? Hier sind Sandsäcke. Wo denn? Bist du blind? Wo denn? Du bist blind. Nicht okay, sprich den mal an. Das... Ich sprich den nicht jede Person an. Du? Na. Was hat der doch vorhin irgendwas gesagt? Wir haben ja jetzt die Erde hier in der. Kannst du den Charakter eigentlich so Kleidung anziehen? Der hat doch schon Kleidung an. Ja, aber andere. Wir können ja jetzt fliegen. Sinnvoller Flug. Ich flieg von Schleide nach Schleide. Was? Der hat irgendwas gesagt, dass irgendwas in Schleide bohrt. Hast du mir die Treppe gehört? Du machst das auch. Ich wollte da nicht reingehen. Finde ich lustig, wenn du rausgehst, bist du natürlich vom Rad runter. Ja. Ein Sonderbonbon. Sonderbonbons haben immer noch dieselbe Wirkung wie vor 10, 20 Jahren. Sie leveln dein Pokémon um ein Level auf. Ich muss ja irgendwie durchkommen, aber ich komme hier nicht durch. Ich dürfe dann von meinen speziellen Schlüssel. Ah, du bist Schlüssel. Schlüsselheim? Ist das jetzt wieder ein anderer Raum? Boah, wir sind schon 24.000 Schritte gegangen. Ich bin da, das ist irgendwas Besonderes, was hier liegt. Ich komme ja nicht ran. Vielleicht von da hinten irgendwo rein? Nein. Ich will nochmal hoch. So, geh mal rechts jetzt und dann versuch mal da irgendwo rein. Kannst du auf dieser, neben dem Zaun auf die Straße kommen? Oder was ist das? Nein. Kannst du da drüber fliegen? Nein. Achso, das ist nicht so arg. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? So, sagte er mit einem Lispeln. Ich suche. Ich kann das kommen. Wir werden in der nächsten Folge hier weitergehen. Und ja, was du noch jetzt erwartet in der nächsten Folge von Pokémon Blatt. Und dann bin ich nicht dabei. Ja, schaltet wieder ein und ja, tschüss.